Mit Anora liefert Sean Baker sein bisher beeindruckendstes Werk ab. Der Film ist mehr als nur eine klassische Aufstiegsgeschichte. Er ist ein wuchtiges, provokantes Drama, das uns von der ersten Sekunde an fesselt. Es geht um Exzess, Hedonismus und moralische Skrupellosigkeit. Themen, die in den Händen Bakers wie ein regelrechtes Feuerwerk explodieren. Anora ist mein Film des Jahres und das aus guten Gründen. Baker, bekannt für seine feinfühligen Beobachtungen von Randgruppen und vor allem auch SexarbeiterInnen, hat mit Anora ein Werk geschaffen, das thematisch und stilistisch so divers ist wie sein Setting. Doch bevor ich zu den Lobeshymnen auf den ersten amerikanischen Gewinner der Goldenen Palme in Cannes seit Terrence Malicks Tree of Life komme, möchte ich zuerst auf Bakers Entwicklung und den Film selbst eingehen. Sean Baker rückte spätestens 2015 ins Rampenlicht, als er mit seinem auf dem iPhone 5S gedrehten Film Tangerine LA eine neue Art des Filmemachens präsentierte. Er schilderte die Odyssee einer transsexuellen Sexarbeiterin durch die Straßen von Los Angeles. Der Erfolg von The Florida Project bescherte ihm schließlich seinen internationalen Durchbruch, vor allem bei KritikerInnen. Bakers empathische Herangehensweise an Charaktere, die im amerikanischen Kino oft übersehen wurden, machte ihn in der Indie-Szene berühmt. Mit Red Rocket bewies er, dass er sich auch im narrativen Kino behaupten kann. Nun gipfelt all seine Erfahrung und sein gesamtes Potenzial in Anora. Die Handlung wirkt auf den ersten Blick vertraut. Wir begleiten Anora, die lieber Annie genannt werden möchte, in ihrem Leben als Tänzerin in einem Stripclub. Sie ist zufrieden mit ihrer Arbeit, hat gute Freundinnen dort und ein herausragendes Talent, Männer in ihren Bann zu ziehen. Dies gelingt ihr auch bei Ivan. Die beiden beginnen sich auch außerhalb der Arbeit zu treffen, zunächst auf transaktionaler Basis, doch daraus entwickelt sich bald mehr. Ivan ist der Sohn eines russischen Milliardärs und öffnet Anora sämtliche Türen zur Welt, als er beschließt, sie nach kurzer Zeit heiraten zu wollen. Vor der Vorführung wurde im Publikum neben mir spöttisch über den Film als Pretty Woman 2.0 gesprochen. Doch schon nach kurzer Zeit dürfte auch der letzte Zuschauer gemerkt haben, worum es in diesem Film wirklich geht. Nein, hier sehen wir keine klassische Aufstiegsgeschichte, keinen Klassenaufstieg. Wir sehen die Geschichte einer Frau, die in jeder Sekunde ihres Lebens unabhängig und selbstbestimmt ist, die jedoch gleichzeitig Opfer sozialer Umstände wird. Als Ivans Eltern von der geplanten Hochzeit erfahren, bricht nicht nur in der Familie das Chaos aus, das Märchen verwandelt sich in einen Albtraum. Exzess und Dekadenz zeigen ihre hässliche Fratze. Statt Julia Roberts im weißen Brautkleid bekommen wir hier einen manischen Adam Sandler als Howard Ratner aus Uncut Gems. Sean Baker bleibt seinem Team treu und beleuchtet erneut das Leben von SexarbeiterInnen. Doch diesmal geht er noch tiefer. Die Komplexität von Anora und ihren Kolleginnen wird subtil, aber eindringlich dargestellt. Freundschaften und Rivalitäten im Stripclub werden angedeutet, aber nie überdramatisiert. Statt billiger Klischees zeichnet Baker ein differenziertes Bild dieser Welt und bricht mit Stereotypen, die im Genre allzu oft verwendet werden. Anora ist aber auch noch mehr als ein Blick auf Sexarbeit. Er ist auch eine akribische Beobachtung der Subkultur der russischen und ehemaligen sowjetischen Bevölkerung, angesiedelt in Brighton Beach, New York City. Wir treffen auf Menschen aus Russland, Armenien, Usbekistan und anderen ehemaligen Sowjetstaaten. Ihre Kultur ist eine Mischung mit der amerikanischen. Sie arbeiten in Süßwarenläden und Stripclubs, während Rapmusik aus Atlanta aus den Boxen dröhnt und gehen sonntags in die orthodoxe Kirche. Baker hat wie immer bei der Wahl seines Casts ein beeindruckendes Maß an Authentizität bewiesen. Seine Vision für das Drehbuch entwickelte sich erst nach der Besetzung der SchauspielerInnen. Jede Figur wurde an die Fähigkeiten, Eigenschaften und Vorstellungen der DarstellerInnen angepasst. Marshall Tovmazian, der einen der Handlanger von Ivans Eltern verkörpert, ist einer der größten Comedians Armeniens. Karin Karagulian, der bisher in jedem Baker-Film mitspielte, qualifiziert sich mit seiner absurden, impulsiven, manischen und zugleich ruhigen Performance definitiv für die Kategorie Beste Nebenrolle bei den Oscars. Jura Borisov stiehlt als Igor beinahe jede Szene, in der er mit seinem trockenen, lakonischen Humor auftritt. Die beste Leistung liefert jedoch zweifellos Mikey Madison. Als Baker sie in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood sah, war sofort von ihr verzaubert. Nach ihrer Performance in Scream rief er sie an. Madison sagte zu, noch bevor sie das Drehbuch gelesen hatte, und bereitete sich intensiv vor. Sie nahm Tanzstunden und lernte Russisch. Mit ihrer Vorbereitung der Körperlichkeit und der Intensität ihres Schauspiels hat sie eine überwältigende Präsenz in diesem Film, die eine solche Aura schafft, dass man sich ihr nicht entziehen kann. Mikey Madison als Anora liefert die Performance des Jahres.
Tonal zieht Regisseur Sean Baker sämtliche Register. Drama, Komödie, Thriller, Romanze, Krimi und Erotik. So vielfältig wie der Cast, so vielfältig sind auch die Genres, in denen sich Anora bewegt. Zwar ist der Film keine Komödie per se, doch dennoch ist er der witzigste Film des Jahres. Bakers Talent für Punchlines, sein geschicktes Editing, das er häufig zu komödiantischen Zwecken einsetzt, und das Improvisationstalent seines Castes sorgten im Kinosaal für sehr viele Lacher. Wenn der Film dann seine dunklen Seiten offenbart, wirkt dieser Kontrast umso niederschmetternder. Mittendrin findet ein tonal markanter Wechsel statt. Eine in Echtzeit gedrehte Home-Invasion-Szene, die so unangenehm und stressig ist, dass man vor Aufregung den Kinosaal verlassen möchte. Die Gefühle, die Freude, die wunderschönen 35mm eingefangenen Bilder, das Wirrwarr aus Sprachen, Eindrücken, Stimmung und Chaos, die wundervoll glitzernden Farben der Nacht und die Wärme des Tages machen Anora zu einem überwältigenden Film. Ein Film, der so hell leuchtet wie sein Star Mikey Madison. Die von Baker selbst als Cinderella bezeichnete Geschichte überstrahlt für mich sämtliche Filme aus diesem Jahr. So ist Anora zweifelsohne nicht weniger als mein Film des Jahres. Geht unbedingt ins Kino und überzeugt euch selbst. Und lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Film fandet. Abonniert uns gerne und lasst auch ein Like da. Wir freuen uns.